Feuilleton, Gras drüber, Einhelligkeit wegen Gleichschaltung. Denkste, erst wenn Gras final zerwulft ist, und das, obwohl er dichtete, jetzt aber, weil aus meinem Land das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, und weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet, was von den Verbrechen ohne Gleichen zu dem nie zu tilgenden Makel bliebe, dürfte man frei forschen, reden und schreiben, ist zu erahnen, dass Gras, trotz seines sich in Schuld, Scham und Schande suhlens, derart zur heißen Kartoffel ward, nicht. Israels Innenminister Yishai war sich nicht zu schade, ein Einreiseverbot zu verhängen und von Nobelpreisaberkennung zu faseln. Filmproduzent Brauner hyperventilierte vom Gedicht des Grauens, Reich Ranitzky versabberte es als ekelhaft, Biermann legte es gar als grässliche deutsche Stinkbombe nach, bei Aaron Sperber ist vom Grasloch die Rede und für Westerwelle, der sich soeben mit seinem schimmerlosen Geschwätz vom arabischen Frühling bis auf die Knochen blamierte, sind Grasausstülpungen nicht geistreich, sondern absurd. Absurd auch die inquisitorische Befragung des Dichterdelinquenten in der Osterausgabe der Süddeutschen durch deren Chefeinpeitscher der Diktatur politischer Correctness Heribert Brandl. Das Gedicht hat seinen Zweck nicht erfüllt. Die Ablehnung ist fast einhellig. Sie, Gras, haben deshalb von Gleichschaltung gesprochen und damit einen Begriff gebraucht, der aus dunkelster deutscher Zeit stammt. Einhellige Ablehnung ist keine Gleichschaltung. Es hat niemand etwas angeordnet, niemand diktatorisch geschaltet. Das falsche Gras beim Hetzen gegen Gras geraucht, Brandl? Sonst wäre selbst Ihnen nicht entgangen, dass die Ablehnungseinhelligkeit allein wegen Gleichschaltung der Zentralorgane der Anti-Gras-Front zustande kam. Befürworter und Unterstützer, es gibt sie zuhauf, haben in ihrem Einheitsblätterwald keine Stimme. Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Einhelligkeit wegen Gleichschaltung. Und die, hier beißt sich der Presserat in den Kodex, in dunkelster deutscher Meinungsfreiheitszeit. Damit das so bleibt, sitzt ihre Antisemitismuskeule locker. Wie lange noch? Gute Frage. Tröstlich für Sie, Brandl, dass Zeitungen nicht nur geschrieben, sondern auch ausgetragen werden müssen.